So, und da sind wir auch schon wieder bei unserem kleinen typografischen Videogame Typewriter. Und ja, in der letzten Folge haben wir Garamond abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir legen dann direkt los mit unserem nächsten Abschnitt der Sprache. Ach, ist ja ganz freundlich hier. Ach, guck mal einer an, das gefällt mir. Vielleicht hat es jetzt auch ein wenig mehr mit Musik zu tun. Das vermute ich hier bei den örtlichen Gegebenheiten. So, ah, oh, da hätte ich schon fast was verpasst und ich muss, warte mal. Alter, dreh doch nicht so durch. Hallöchen. Ich muss einmal was wiederholen. Das habe ich in der letzten Folge vergessen. Aha, aha, warte. Das habe ich jetzt in der Aufnahme gesehen und dann dachte ich mir, boah. Ich habe diesen Artikel ja nicht vorgelesen, also diese Schrift. Naja, dann würde ich sagen, ich lese das jetzt. Ich verlese. Die Kursivschrift. Auch Aldo Manuzio, der sich nach seinem Schwiegervater Andrea Torresani di Asola, die Nachfolgerin Nicholas Jensen, antrat, ist bis heute für seine Neuerungen auf dem Gebiet des Buchdrucks bekannt. Insbesondere schuf er aus Gründen der Kostenersparnis die ersten Bücher im Kleinformat, sozusagen die Vorläufer des heutigen Taschenbuchs. Der Humanist und Leser antiker Schriftsteller wollte mit Hilfe preisgünstiger Bücher die Vorbereitung der klassischen Texte fördern. Um platzsparend zu drucken, ließ er spezielle Lettern anfertigen, die 1499 von Francesco Raibolini auf Francesco Griffo oder schlicht Griffo genannt, entworfen und geschnitten wurden. Die Buchstaben dieser ersten Kursivschrift waren geneigt und schmaler als die der bisherigen Antika. Sie lehnten sich an die Kanzelereska, Alter, an, die in der Kanzlei des Papstes gebräuchliche Schrift, die ihrerseits auf der humanistischen Kursivschrift beruhte. Nach Streitigkeiten trennte sich Griffo 1502 von Aldo Manuzio. Einige Jahre später, 1516, öffnete er in Bologna seine eigene Druckerei und erstellte eine neue Kursivschrift, die als seine beste gilt. Seine Arbeit, die internationale Anerkennung fand, trug zur Verbreitung der Antika bei. Bevor ich das nächste vorlese, gehe ich lieber erstmal ein bisschen weiter, damit wir nicht so viel Stuff hintereinander haben, wisst ihr? Nein, nein, nein! Ich will nicht sterben, ich bin doch zu jung zum Sterben, verdammt! Ja, Alter. Ich glaube, es wird jetzt immer schwieriger und gefährlicher. Gefährlicher. Vor allen Dingen. Was? Komm ich da oben nicht mehr hoch? Nee, oder? So eine Kacke. Alter, was? Das ist doof. Na, dann müssen wir das gleich einmal erneut spielen. Ah. Guck mal, schön versteckt ist das Symbol hier immer. Und ich würde sagen, hier drin, in diesem schönen Gebilde, verlese ich nun die erste Seite des Didot. Der Romain Duroy. Die Zensur durch den König und der Verfolgung im Zuge der Gegenreform führten im 17. Jahrhundert in Frankreich zu einem starken Rückgang der Schriftproduktion. Viele Drucker, Stempelschneider und Verleger mussten das Land verlassen. 1640 gründete Ludwig XIII. Die königliche Druckerei im Louvre, die anfangs von niederländischen Druckern betrieben wurde. Als sein Nachfolger Ludwig XIV. Volljährig wurde, gab er eine spezielle Schriftart für die königliche Druckerei in Auftrag, die von der Akademie der Wissenschaften nicht in Anlehnung einer Handschrift, sondern nach mathematischen Kriterien erstellt wurde. Der Sonnenkönig wollte hinsichtlich der Qualität der Druckerzeugnisse mit dem restlichen Europa mithalten können,
und die absolute Monarchie auf dem Ideal der Perfektion bauen. Anhand des Entwurfs der Akademie fertigten die Stempelschneider der königlichen Druckerei Lettern an einer Schriftart an, die Romain du Roy genannt wurde. Genannt wurde, Punkt. Im Gegensatz zu den meisten vorher üblichen Schriftarten wies sie eine senkrechte geometrische Konstruktion und einen ausgeprägten Kontrast zwischen Haar- und Grundstrichen auf. Die Schriftart Romain du Roy bewies fortan die Authentizität der offiziellen Dokumente aus der königlichen Druckerei. Die berühmte Schriftart blieb bis zur Revolution im Gebrauch. 1797 wurde sie in Caracteres Nationaux bekannt, gehörte jedoch weiterhin zum Bestand der staatlichen französischen Druckerei. Grandlian Schriftart von L. Simonieux, anhand von Brettern gedruckt. Stand da wirklich Brettern? Jupp. Warte mal kurz, habe ich hier die Quelle vorgelesen, allerdings. Bin ich so kleiner, ne? Ja. Suetonius, was? Suetonius Lives of 12 Caesars, gedruckt von Robert Estienne, 1540. Habe ich das auch mal vorgelesen. So, ich vergesse immer auf Start zu drücken, wenn ich da bin. Im Menü, aber das muss ich ja wohl leider tun. I. Ja. Hier. Na, was? Nein. Alter, das ist cool mit der Zeit. Das Jump'n'Run wird immer anspruchsvoller. Und das gefällt mir. Wow. Ich weiß ja nicht, ob... Alter, was? Ich weiß ja nicht, ob euch eher das Jump'n'Run interessiert oder wie ich sterbe. Nein, die Texte. Ich denke mal, die meisten werden sich nicht so sehr für die Texte interessieren, aber ich glaube, dann ist das Let's Play sowieso nicht das... nicht so geeignet, weil die Texte sind halt der Hauptinhalt. John Baskerville. John Baskerville. Im 18. Jahrhundert ließ in Großbritannien der Druck der Zensur auf das Verlagswesen langsam nach, was die Entwicklung des Buchdrucks förderte. In Anlehnung an damals üblichen holländischen Schriften entwarf der Gießer William Caslon um 1720 die erste englische Schriftart, die seinen Namen Caslon erhalten hat, oder Caslon. Der Drucker und Typograf John Baskerville setzte Caslons Arbeit fort. Gemeinsam mit dem Stempelschneider John Handy eröffnete er 1750 eine Druckwerkstatt. Baskerville widmete allen Aspekten seiner Tätigkeit große Aufmerksamkeit. Er entwickelte eine neue, sehr dichte Tinte mit intensiven Farben und ein besonders hochwertiges, glattes Papier, das Velin-Papier. Ferner ließ er von Handy eine neue Schriftart anfertigen, die seinen Namen erhielt. Die feinen Buchstaben zeichneten sich durch kleine Serifen und eine vertikale Struktur aus. 1757 veröffentlichte Baskerville eine Ausgabe der Werke des römischen Dichters Vergil, für die er diese Neuerung anwandte. 1758 wurde Baskerville zum Direktor der Cambridge University Press ernannt. Seine Schrift beeindruckte den amerikanischen Drucker und Diplomaten Benjamin Franklin, der ein Exemplar mit in die USA nahm. Die Schriftart hatte in Amerika großen Erfolg und wurde sogar für offizielle Veröffentlichungen der Regierung verwendet. Die ersten Ausgaben der Unabhängigkeitserklärung, 4. Juli 1776, und der Verfassung der Vereinigten Staaten 1787 wurden in den englischen Schriftarten Caslon und Baskerville gedruckt. Porträt von John Baskerville von James Miller 1774. Cool! Wir sind so mittlerweile auch so 1740 rum, so langsam kommt die Französische Revolution. Wenn man darüber nachdenkt, dass wir zu Anfang noch in der Steinzeit rumgedaddelt sind. Wie soll ich denn... Ach so. Ja, okay. Nein. Oh. Hier. Da. Nein. Roll mal da runter, bitte.
Ui, 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 ui. Jetzt aber. Und da haben wir schon. Ja, cool. Wird da immer schwieriger hier. Das gibt's ja gar nicht. Die Familie Didot. Heißt es Didot oder Didot? Didot. Ich sag jetzt einfach mal Didot. Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beherrschte die Familie Didot die französische Druckkunst. Begründer dieser Familientradition war der ehemalige Buchhändler François Didot. Er war mit dem Schriftsteller Antoine François Prévost befreundet und wurde durch die Veröffentlichung von dessen Werken berühmt. Anschließend übernahm sein Sohn François Ambroise das Familienunternehmen. Ein begabter Schriftgießer, Drucker und Verleger, dem zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet des Buchdrucks zu verdanken sind. Zur Verbesserung der Druckqualität entwickelte François Ambroise Didot in Anlehnung an englische und holländische Techniken ein Velin-Papier. Ferner erfand er eine typografische Maßeinheit, den sogenannten typografischen Punkt oder der Didot-Punkt, der bis heute in Europa gebräuchlich ist. Er arbeitet mit beiden Söhnen Pierre Didot, der 1779 die Druckerei übernahm, und Firmin Didot, der zum Leiter der Gießerei wurde. Auf typografischem Gebiet schuf François Ambroise Didot eine neue Variante der Antiqua, die Didot. Alter, da kommt so oft das Wort Didot vor. In den Jahren 1775 bis 1790 gaben François Ambroise und Firmin diese Schrift, die sich durch ihre Freiheit auszeichnet, ihre endgültige Form. Die Didot hat eine vertikale Achse, einen sehr kräftigen Grundstrich und einen feinen Haarstrich, der durch die Verwendung der Kupferstichtechnik ermöglicht wurde. Während der Französischen Revolution wurden die meisten Bleilettern eingeschmolzen und zu Munition verarbeitet, und die Schriftart Didot setzte sich rasch im ganzen Land durch. Porträt von Firmin Didot 1764 bis 1823 wurde das Porträt dann gemacht, ne? Würde ich mal sagen. So, wieder auf Start, nicht vergessen. Ja, es wird langsam doch schon immer schlüssiger alles. War so langsam die Zeit des Kupferstichs, wie wir langsam gerade gelesen haben. Ich kann mir auch echt... Alter. Ich kann mir aber auch selbst echt schwer vorstellen, wie man einfach es so hinkriegt, so einen Kupferstich zu machen. Da wurden ja auch Bilder und so durch einen Kupferstich gemacht. Also ich bin kunstrichtig unbegabt und daher kann ich mir das, glaube ich, sehr schlecht vorstellen, da ich nicht mehr was auf dem Papier hinkriege. Da liegt wohl der Zusammenhang. Nein. So. Hallo. P. Ich will das P. Dankeschön. Ja. Alter. Ich möchte erstmal hier in Sicherheit. Okay, lesen wir mal hier oben vor. Machen wir einen schönen Sprung für Standbild. Warte. Schön. Das Manuale Typografico von Bodoni. Der italienische Drucker Giambattista Bodoni 1740 bis 1813 setzte die typografische Arbeit der Familie Didot fort. Er wurde 1740 als Sohn eines Druckers geboren und kam dadurch sehr früh mit diesem Beruf in Kontakt. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit zog es ihn nach Rom, wo er seine Ausbildung in der Typografia delle Congregazione di Propaganda Fide fortsetzte. Anschließend wurde er zum Leiter der Druckerei des Herzogs von Parma ernannt, der mit den Druckereien europäischer Hauptstädte wie London oder Paris rivalisieren wollte. 1788 veröffentlichte Bodoni die erste Ausgabe seines Manuale Typografico, Handbuch der Typografie, in dem er über 600 Typen sowie zahlreiche Ornamente und Stiche vorgestellt werden.
Bodoni war in ganz Europa für die Qualität seiner Publikationen bekannt, die reich illustriert, sorgfältig gelayoutet und in raffinierten Schriftarten gedruckt waren. Der Bewunderer von John Baskerville und Firmin Didot schuf eine eigene Schrift, die Bodoni. Dieser originelle und moderne Zeichensatz wird für seine Freiheit und Eleganz geschätzt und ist in europäischen Druckereien weit verbreitet. Titelseite des Manuale Tipigrafico del Cavaliere von Giambattista Bodoni 1788. Ja, was zeigt uns das auch? Auch die kleinen Fanboys können groß werden. So ist das im Leben. Jeder hat halt so sein Vorbild. Und ich denke mal, alle großen Leute, die wir in der Geschichte haben, hatten alle ihre Vorbilder. Tja, nein. Und mit große Leute meine ich jetzt nicht eure Stars oder so, aber die haben halt, okay, Stars haben halt auch ihre Vorbilder, aber die meinte ich jetzt nicht. Stars, ich mag den Begriff nicht. Nein! That is incredible. That is insane. Achso, ja, hier, ja, deutsche Sprache habe ich ja vergessen. Sorry about that. Oh. So, jetzt aber hier, zack, und da haben wir auch schon den Buchstaben und haben es geschafft. Sup. Nein, ganz vorsichtig. Und? Nein, ja, ja. Die Geburt der Presse. Die Geburt der Presse. Im Jahrhundert der Aufklärung entwickelte sich durch die Presse 1789 begründete Artikel. Was? Ich fange nochmal von vorne an. Im Jahrhundert der Aufklärung entwickelte sich auch die Presse. 1789 begründete Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte die Pressefreiheit. Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken. Vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. Tatsächlich entstanden in der Revolutionszeit in ganz Frankreich zahlreiche Zeitungen und politische Blätter. In der Zeit von 1789 bis 1800 stieg die Zahl der Publikationen von einigen Titeln auf rund 350. Trotz einiger Zeiten der Zensur setzte sich die Presse als eines der wichtigsten Medien zur Verbreitung von Ideen durch und behielt diese Rolle während des gesamten 19. Jahrhunderts. In typografischer Hinsicht beschleunigte die Revolution die Einführung der neuen Schriftarten und den Niedergang der Garamond. Die königliche Druckerei, die zur nationalen Druckerei geworden war, druckte die Verfassung von 1791 in der Schriftart Didot. Die Qualität ihrer Erzeugnisse machte sie zum Vorbild für alle europäischen Drucker. Titelseite von Perret Duchesne Nummer 25 von Jacques René Hébert. 1790. Für die Leute, die jetzt noch nicht seit Folge 1 dabei sind, ich habe zu Folge 1 gesagt, dass ihr mich entschuldigen müsst, wenn ich mal was falsch vorlese oder so, weil, sorry, aber too much words. Ja, kann man über Wasser springen? Geil, oder ist das kein Wasser? Doch, das wusste ich gar nicht. Auch nicht schlecht. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, ich muss da hoch. Warte, nein. So, nein. Ah, nein, verdammt. Okay, ich muss da, glaube ich, doch nicht so hoch. Ja, also ich habe es auch geschafft, geil. Die Enzyklopädie. Schönes Standbild. Die Enzyklopädie. Unter dem Einfluss der philosophischen Strömung der Aufklärung wuchs im 18. Jahrhundert in Frankreich das Interesse an technischen und materiellen Fragen.
Diese Entwicklung gab Denis Diderot und Jean D. Alembert den Anstoß, die erste Enzyklopädie in französischer Sprache zu konzipieren. Ziel des ehrgeizigen Projekts war die Erfassung des gesamten Wissens der damaligen Zeit auf geistigem und materiellem Gebiet. Die Enzyklopädie, die 17 Bände mit Artikeln und 11 mit Abbildungen umfasste, wurde in den Jahren 1751 bis 1772 von 4 Druckern und Verlegern herausgegeben und gilt bis heute als eines der Hauptwerke des 18. Jahrhunderts. Mit 72.000 Artikeln von über 140 Autoren war die Enzyklopädie auch ein wichtiges Werkzeug zur Verbreitung der Ideen der Aufklärung. Diderot schreibt 1751 in dem Artikel zu dem Stichwort Enzyklopädie: Tatsächlich zielt eine Enzyklopädie darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kenntnisse den Menschen darzulegen, mit denen wir zusammenleben, und es den nach uns kommenden Menschen zu überliefern, damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos für die kommenden Jahrhunderte gewesen sei, damit unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern gleichzeitig auch tugendhafter und glücklicher werden und damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben. Seite der Enzyklopädie von Diderot und D. Alembert, 1751 bis 1772. Eine Enzyklopädie sollte den meisten von euch bekannt sein. Wikipedia, okay, ja. Ja, und das ist halt das ganze System. Wie bei Wikipedia, was ja eine Enzyklopädie ist, dürfen viele Autoren Wissen zusammensammeln, welches für die zukünftigen Generationen, ja, von Vorteil sein könnte. So, jetzt müssen wir irgendwie die Kugel hier runterkriegen. Ah, warte, jetzt. Zieh an. Mist, das war nicht schlau. Egal, machen wir es einfach so. Ah, okay. Huch, war das jetzt richtig? Ich weiß nicht ganz. Jo. Da oben muss ich wahrscheinlich nichts mehr holen. Mal gucken, fehlt mir hier noch ein Buchstabe? Einen habe ich ja vergessen. E. Ne, aber sonst habe ich alles. Gut. Huch. Da oben ist auch nichts mehr. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen los. Dido. Ja gut, dann, machen wir es mal schnell von vorn. Boah, da muss ich jetzt aber schnell durchziehen hier.